Jahr für Jahr kommen rund 37.000 Seeschiffe nach Rotterdam und zusätzlich 3,5-mal so viel Binnenschiffe. Zeit ist Geld und darum versucht man in Rotterdam, ihren Aufenthalt so effizient und kurz wie möglich zu halten. Eine gut geschmierte Kette von Dienstleistern sorgt dafür, dass die Güter vom Schiff ins Hinterland, zum Beispiel nach Deutschland, kommen und andersherum. Schiffsausrüster liefern Proviant und Material. Und Spezialschiffe bringen Wasser und Treibstoff. Für Inspektionen und Wartung kommen Spezialisten an Bord. Und wenn die Zeit am Kai nicht reicht, fahren sie mit bis zum nächsten Hafen. Wenn Wartung im großen Stil fällig wird, dann muss ein Schiff ins Dock. Neben vielen Fachkräften im Blaumann gibt es im Rotterdamer Hafen auch kluge Köpfe im feinen Zwirn. Zum Beispiel hochspezialisierte Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer. Von den rund 90.000 Beschäftigten im Rotterdamer Hafen arbeiten 2/3 im Dienstleistungsbereich. Für die meisten Aufgaben gibt es mehrere Anbieter. Darum sind die Preise konkurrenzfähig. Viele Dienstleister arbeiten hinter den Kulissen. Sehr sichtbar dagegen sind, heute wie früher, die Festmacher. Ein Traditionsberuf, der in Rotterdam Ruderer genannt wird. Heute rudern sie nicht mehr, sondern sie sind auf motorisierten Barkassen unterwegs. Ihr Job bei Wind und Wetter ist nicht ungefährlich. Aber in einem Hafen, wo allein 50% der umgeschlagenen Ladung Gefahrgüter sind, ein elementarer Baustein für die Sicherheit.